und willkommen zurück zu GAX TV zu einem weiteren Gehäuse-Unboxing von Corsair. Das letzte Mal hatten wir das Corsair Spec Alpha in der rot-schwarzen Variante im Unboxing und ja, First View, einmal einen Test, ob das Ganze für mich taugt. Es ist einmal durchgefallen. Ja, so ist es halt gekommen. Und jetzt haben wir das Corsair 400C aus der Carbide Series da. Wofür steht das C? Das steht für Clear. Und wieso Clear, finden wir gleich heraus nach dem Unboxing. Schaut euch an, wie leichtgängig das ist. Ist richtig schön angenehm und gut aufeinander abgestimmt. Also geht super einfach, falls ihr das mal zum Gehäuseaufbau einmal abnehmen müsst. Und das Acrylglas ist wirklich super dick und richtig schön. Also schön die Folie drauf lassen, bevor das Ganze fertig ist. So, hier haben wir einmal das Mainboard, das ich in meinem zukünftigen Gehäuse verbaut haben möchte. Und zwar ist das das X99M Gaming 5 von Gigabyte, also eine X99-Plattform 2011-3. Ja, einmal hier das Bildchen. So sieht das Ganze hier aus in der Schachtel. Und wir wollen mal schauen, wie das Ganze aussehen würde, wenn das Ganze in dem Gehäuse drin ist. Also ein MATX, Micro-ATX Motherboard. Ich habe es erstmal reingelegt, da ich das Ganze für euch in einem schönen Video zusammenschneiden möchte und die einzelnen Komponenten dann auch dementsprechend vorstellen werde. Und ja, das X99M von Gigabyte passt dort wunderbar rein. Und wenn ich euch hier mal ein bisschen vorbeuge, so seht ihr, da ist ein bisschen Platz. Obwohl das 400C Carbide von Corsair als ATX-Gehäuse ausgeschrieben ist, ja, passen auch MATX und ITX Motherboards rein. Natürlich ITX geht der gesamte Spaß dann verloren. Aber wie ich finde, sind MATX Motherboards im Moment in den meisten Fällen einfach die bessere Lösung. Und ja, schaut auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Ist echt schnucklig, wie das Ganze dort reinpasst. Und ich denke, wir sollten dann auch genug Platz für Cable Management, ordentlich viel Lüfter und anderen Spaß dort reinkriegen. Ja, was noch für den einen oder anderen ein Kaufgrund sein könnte, ist die Netzteilabdeckung. Die sieht um einiges schöner aus, als ich erwartet habe. Auf den Fotos sah das Ganze immer sehr, ich weiß nicht, sehr plump und unförmig aus. Ich weiß nicht, von diesem ja, extra Spacing, was hier ist und sowas, sah es seltsam auf den Fotos aus. Aber ich muss zugeben, hier in Realität, wenn man das Ganze vor sich stehen hat, sieht das Ganze um einiges edler, schlichter aus. Und ich denke, ich werde es sogar dran behalten, einfach um so den Unterschied zwischen Micro-ATX Motherboard und Boden des Gehäuses nicht zu extrem ausfallen zu lassen. Kriegt ihr einen 240 mm Radiator rein, ohne das Ganze hier anzufassen. Genauso werde ich das machen. Ja, oben habt ihr auch die Möglichkeit, jeweils zwei 140 mm oder zwei 120 mm Lüfter zu verbauen. Aber wie ihr gerade wahrscheinlich schon gesehen habt, als ich das Ganze aufgenommen habe mit dem Mainboard drin, habt ihr hier
zwar die Möglichkeit, diese zu montieren, aber wenn ihr einen Radiator dran verbauen wollt, wird das Ganze hier eng zwischen Arbeitsspeicher und Mainboard. Falls das Ganze Heatsinks hat, die etwas dicker ausfallen, könnte das Ganze anstoßen und das will man nicht. Deswegen kommt bei mir der Radiator, die Wasserkühlung sozusagen vorne rein. Da ist genug Platz. So, der ein oder andere mag das System hier kennen. Das ist mein jetziger Gaming-PC. Da werdet ihr euch wahrscheinlich fragen, der hat doch ein Gehäuse, warum sucht er nach einem neuen? Das liegt einfach daran, ich habe hier ein Z97 Motherboard verbaut, und zwar das Z97M von MSI. Das Ganze ist ein super tolles Motherboard. Es hat super viele Funktionen und Eigenschaften von weitaus teureren und weitaus größeren Mainboards. Ich war bis jetzt super zufrieden damit, aber ich möchte, damit es sich einfach noch dieses Jahr lohnt, auf eine neue Plattform übergreifen. Und zwar, X99 oder 2011-free, wie ihr es auch immer nennen wollt. Und zwar möchte ich mit einem i7-5820K starten, einem 6-Kern-Prozessor. Einfach, dass ich noch für die Hardware, die ich hier verbaut habe, noch ordentlich Geld für bekomme. Und ja, ins neue Jahr 2017 dann mit einem neuen Prozessor, neuem Mainboard und DDR4, denn Z97 benutzt halt noch, leider Gottes, DDR3. Ist nicht so schlimm und macht auch eigentlich nichts aus, aber wie bereits gesagt, der Wertverfall bei DDR3 ist viel extremer als bei DDR4 und ich habe wirklich das Mainboard, den Prozessor und den Arbeitsspeicher verdammt günstig geschossen, den richtigen Moment abgewartet. Und ja, dafür brauche ich jetzt ein neues Gehäuse. Und ich dachte mir einfach, dass ich dann für euch ein kleines PC-Build zusammen mache, also wie ich das Ganze baue. Und ja, ich zeige euch mal die beiden Gehäuse jetzt nebeneinander verglichen, dass ihr das Ganze mehr oder weniger im Vergleich habt. Da ist das Gehäuse, das würde sogar hier auf den Tisch passen, fällt mir auf. Sieht auch nicht schlecht aus, aber darum geht's nicht. Das 400C, das was ich mir jetzt neu beschafft habe, ist um 2 cm kürzer, was jetzt keine Welt ist, aber es ist auf jeden Fall ganz cool, ein bisschen höher und ein bisschen breiter. Das heißt, es füllt einfach die Fläche dort drin besser aus. Und was ich mega geil finde, sobald es dort richtig drinnen steht, ist, dass ihr dann halt einfach das Fenster hier schön öffnen könnt und jederzeit Zugriff auf die Hardware habt. Zu dem Mechanismus hier ist auf jeden Fall sehr schön gelöst. Das Ganze rastet von selbst schon ein fast. Das war natürlich ein gutes Beispiel. Zack, ist es drin. Rastet sauber ein, sieht schick aus und alles in allem bin ich super zufrieden mit diesem Gehäuse. Es ist einfach sehr schön edel. Ich stelle das mal hier kurz runter, nicht dass ich das Ganze hier jetzt zerdepper, während ich es mit Lob überhäufe. Ist ein Top-Gehäuse. Es ist um einiges besser verarbeitet als das Spec Alpha. Sie sind beide zeitgleich rausgekommen, übrigens anzumerken. Ich finde das Ding einfach geil. Wenn es so hinter meinem Monitor steht, dann sehe ich so oder so nur die Front. Und zu dem 350D von Corsair hier muss ich wirklich sagen, es hat mich gut begleitet. Und ich habe hier auch zum Beispiel einen Magnetfilter draufgesetzt. Der ist normalerweise nicht dabei. Der ist jetzt hier im Lieferumfang halt mit dabei. Ja, nochmal anzumerken, das Video war komplett von mir aus meiner Intention herausgegangen. Ich habe es von niemandem gestellt bekommen. Das Gehäuse habe ich mir selber gekauft. Dann danke ich euch fürs Einschalten. Und wir sehen uns zu einer weiteren Runde GAX TV. Und nicht vergessen, Gaming Fitness, that's you see on GAX TV. Bis zum nächsten Mal.